Hallo und herzlich willkommen heute aus Kärnten, genau genommen aus Spital an der Drau. Und herzlichen Dank an Kärntenwerbung, die diese Folge hier ermöglicht. Ja, ein bisschen bin ich durch Spital an der Drau schon gebummelt. Ich bin mit dem Zug dort angekommen und Spital an der Drau ist wirklich ein idealer Ausgangspunkt, um hier allerhand in Oberkärnten zu unternehmen. Man kann hier zum Beispiel auf der Drau paddeln oder auch entlang des Drauradweges mit dem Fahrrad unterwegs sein. Und ich habe jetzt das Nockmobil gleich einmal genommen und bin hierher zum Kleinsasserhof gefahren. Ich bin nämlich schon ein bisschen hungrig und mir ist versprochen worden, dass ich hier auf der Karte die eine oder andere Kärntner Spezialität finde. Eine steht schon einmal fest, wenn man sich hier ein bisschen umschaut im Eingangsbereich und überhaupt dieses Haus ansieht, dann findet man hier einige skurrile und besondere Dinge. Jetzt muss ich gleich einmal in die Speisekarte schauen. Ich bin nämlich neugierig, ob es hier auch typisch Kärntner Gerichte auf der Speisekarte gibt. Also diese Kärntner Nudeln haben es wirklich in sich und überhaupt auch diese gute Jause. Und bei den Kärntner Nudeln, da muss man die Enden richtig krändeln, so nennt man das, damit sie beisammen bleiben. Und angeblich muss man das können, bevor man heiratet. Ja, wie man sieht, ich habe noch nie Kärntner Nudeln gemacht, darum bin ich noch immer nicht verheiratet. Und jetzt kommt noch die legendäre Mohntorte und morgen ist dann wirklich Sport angesagt. Ich mag das, wenn es jede Menge kulinarische Köstlichkeiten gibt und es ist auch super, wenn es dann ein bisschen Sport gibt, wo man auch die Kalorien wieder abtrainieren kann. Für mich geht es auf jeden Fall einmal jetzt mit dem Zug hier nach Obertrauburg und dort warten die Paddler auf mich. Und das Praktische ist, dass man diese sportlichen Aktivitäten alle ohne eigenes Fahrzeug und ohne Auto unternehmen kann. Und ein paar Minuten sind es jetzt noch, bis mein Zug hier kommt. Und hier am Bankerl, da sitzt der Markus und der kann mir ein bisschen mehr über die sanfte Mobilität hier in Kärnten erzählen. Ich bin gestern hier in Spital an der Drau mit dem Zug angekommen und habe dann gleich einmal ein Bahnhofsshuttle genützt. Ideal, damit man die letzte Meile sozusagen überwinden kann und Richtung Hotel kommt. Für was kann man dieses Bahnhofsshuttle sonst noch nützen? Als großen Benefit, den wir dabei haben beim Bahnhofsshuttle, ist es, dass neben der Überbrückung der Last Mile zum Betrieb und wieder zum Bahnhof und zurück, dass auch über 260 Ausflugsziele angebunden sind. Das heißt, wenn du einen Ausflug mit dem Zug machen möchtest, ist überhaupt kein Problem. Du kommst zu über 260 Ausflugszielen in ganz Kärnten im Endeffekt. Mhm. Abseits von den Bahnstrecken, was hat man da für Möglichkeiten? Zum Beispiel, wenn ich wandern gehe? Haben wir natürlich zig Möglichkeiten, um Wanderbusse, Sommerbusse oder auch das vor zwei Jahren eingeführte Nockmobil zu nennen, ein Anruf-Sammeltaxi in der Nockregion, um wirklich von A nach B zu kommen. Das heißt wirklich Wanderungen vom Start bis zum Ende zu machen und dann auch wieder zurückzukommen. Mhm. Wirklich sehr praktisch. Ich sehe gerade, mein Zug kommt gleich. Alle wichtigen Informationen jedenfalls und alles noch einmal zusammengefasst findest du auch in der Videobeschreibung. Einfach reinschauen, da sind alle Links drinnen. Hier ums Eck vom Bahnhof in Obertrauburg, da befindet sich eine der Einstiegsstellen in den Drau-Paddelweg. Und ich habe während der Zugfahrt die Drau schon immer wieder einmal gesehen. Ja, schaut schon ganz beeindruckend aus, das Wasser. Ich bin noch nie mit einem Kanadier gefahren. Bin gespannt, wie die Fahrt nach Greifenburg nun hier wird.
Mein Gepäck ist schon untergebracht. Die etwas wärmere Jacke ist angezogen. Hier auf der Trau ist es dann doch eine Spur kühler als draußen. Und hier wartet jetzt schon der Steffen auf mich. Hallo, servus. Circa 1,5 bis 2 Stunden werden wir hier auf der Trau unterwegs sein. Und jetzt gibt es noch ein kurzes Briefing und dann geht's auch schon los. Wie paddel ich richtig? Das ist mein Stichpaddel. Ich nehme es oben am Griff, schön von oben. Ich packe es hier unten. Mit so einem Kanadier kann man hier auf der Trau allein unterwegs sein, in einem größeren, aber auch zu zweit oder zu dritt oder zum Beispiel zu zweit mit 2 Kindern. Und hinten, da sitzt immer der Steuermann oder die Steuerfrau. Das heißt, diese Person ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass man eine möglichst gerade Linie zusammenbringt hier beim Fahren. Riskant wird es, wenn man zum Beispiel quer steht und die vordere Person, die ist hauptsächlich für den Schub verantwortlich, muss aber natürlich genauso mithelfen. Besonders gut gefällt mir hier am Traupaddelweg diese Ruhe. Man ist hier mit der Trau im Flow und der Fluss, der sieht gar nicht mehr so beängstigend aus, wie er zuerst von außen vom Ufer ausgeschaut hat. Man ist da jetzt wirklich so richtig im Fluss und auch wenn man hier zur Hauptsaison unterwegs ist, sind hier sehr wenig Boote unterwegs. Und da vorne, da kommt jetzt dann schon der Ort Dellach und dort ist ein recht beliebter Zwischenstopp, die Trauoase. Hier im oberen Trautal, da verläuft die Bahnstrecke weitgehend entlang der Trau und auch viele Orte befinden sich hier in der Nähe des Flusses. Das heißt, es ist ganz praktisch, denn so kann man relativ einfach Stopps einlegen und kann auch wieder zum Ausgangspunkt mit dem Zug zurückkehren. Und der nächste Ort hier entlang der Trau ist nun Berg an der Trau und meine Fahrt mit dem Kanadier geht weiter bis nach Greifenburg. Da vorne, da sehe ich jetzt schon unsere Ausstiegsstelle und da nehmen wir den Kanadier jetzt dann gleich raus aufs Trockene. Die Fahrt mit dem Kanadier hier auf der Trau hat richtig Spaß gemacht und es ist definitiv eine Sache, die man ohne irgendwelchen Vorkenntnissen machen kann. Ich habe nun vom Paddelgewand ins Radlgewand gewechselt. Ich habe hier bei dem Goldenen Rössel in Sachsenburg übernachtet. Das ist ein Trauradwegwirt. Und diese Wirte, da gibt es ungefähr 50 davon, die sind speziell auf Radfahrer eingestellt. Und ich fahre heute auch mit Rückenwind. Ein E-Bike ist das hier. Und zum ersten Mal seit 2012, glaube ich, bin ich wieder mit so einem Fahrzeug unterwegs. Na, ganz praktisch, da bin ich mir sicher, denn 53 Kilometer sind es am Trauradweg bis nach Villach. So, jetzt bin ich durch Spital an der Trau durch und am Tachometer habe ich knapp 18 Kilometer jetzt.
und es fühlt sich an, wie wenn ich heute noch fast nicht gefahren wäre. Jedenfalls ist es total praktisch mit den E-Bikes. Man kann die nämlich hier entlang des Trauradwegs ausborgen und an verschiedenen Stellen dann auch wieder zurückbringen. Und dieser Trauradweg führt einerseits entlang, nicht der Trau, andererseits aber auch entlang der Bahnstrecke. Und du kannst einfach dann mit dem Zug zu deinem Ausgangspunkt wieder zurückfahren. Der Trauradweg durch Kärnten ist gut für Familien zu fahren. Es geht manchmal ein bisschen bergauf und bergab, aber es ist alles gut zu schaffen. Und die Trau, die kannst du an verschiedenen Stellen überqueren, wie zum Beispiel hier bei einem Traukraftwerk oder auch mit den Traufähren. Einige Abschnitte des Radwegs führen hier sehr idyllisch entlang der Trau und da vorne, da ist jetzt schon die Stadt Villach zu sehen. Ich werde heute hier in Villach im Holiday Inn übernachten und das Holiday Inn ist eines der Hotels hier in Kärnten, das ganz genau weiß, was Radfahrer brauchen und auch das Programm hier ist auf Radfahrer abgestimmt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich dringend jetzt einen Kaffee brauche hier auf dieser tollen Terrasse und es wartet hier auch jemand auf mich, der mir mehr über den Trauradweg erzählen kann. Ah, herrlich, der Kaffee ist schon da und der Paco wartet auch auf mich schon hier. Er ist Radkoordinator hier in Kärnten. Paco, ich bin jetzt mit dem Rad bis Villach hierher gefahren. Der Trauradweg ist aber noch um einiges länger. Ja, der geht noch um einige hundert Kilometer länger Richtung Osten. Der verlässt nach dem Jauntal dann das österreichische und Kärntner Staatsgebiet, geht nach Slowenien, bei Maribor Ptuj vorbei, bis über die kroatische Grenze hinweg nach Legrad, dort wo Drau und Mur eben zusammenfließen. Und so lang ist ja eben 510 Kilometer, da hast du jetzt gerade mal, sage ich mal, einen schönen, aber noch nicht den allerschönsten Teil erfahren. Aber wie gesagt, Richtung Osten wird es noch wesentlich schöner. Mhm. Wenn man den Trauradweg entlang fährt, gibt es bestimmt Abschnitte, die stärker frequentiert sind und Abschnitte, wo es ruhiger ist. Kann man das pauschalieren, wo das der Fall ist? Naja, die meistfrequentierten Abschnitte sind sicher der erste in Osttirol und auch der hier jetzt rund um Villach. Wir sind ja unten gerade am Trauradweg Radbadler vorbeigekommen. Das ist eine Serviceeinrichtung des Tourismusverbandes und der Stadt Villach, wo man quasi sein Rad während der Besichtigung abstellt. Das wird dann gewartet, auf das Rad wird aufgepasst, man kann es absperren. Und eines muss ich aber schon noch sagen, weil wir in Kärnten als sehr, sehr gastfreundliches Land gelten, habe ich dir natürlich auch was mitgebracht. Das ist eine sogenannte Pohatscha, wie wir das hier nennen, der Kärntner Rheinling. Und den würde ich dir gerne mitnehmen. Den kannst du dann zu Hause mit deinen Freunden verspeisen, genießen und ein bisschen was von Kärnten erzählen. Als Souvenir sozusagen. So ist es. Ja, den nehme ich gerne mit. Vielen Dank. Bitte sehr. Von der Terrasse des Restaurants hast du schon einen tollen Blick auf die Trau, aber von hier her oben, von der Dachterrasse der Präsidentensuite im 7. Stock, da hast du einen traumhaften Blick über die Stadt. Und mit diesem Blick über Villach, da verabschiede ich mich von dir. Ich sage Dankeschön fürs Mitdabeisein. Lass ein Gefällt mir da, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal, damit du keine Folge mit Zugreisen und Abenteuer versäumst. Tschüss, Servus und Baba, bis zum nächsten Mal.